Nach zu langer Zwangspause konnte die Corona-Gang jetzt ihre Schützlinge endlich wieder mit Nahrung versorgen. Da freuten sich sowohl die Hungrigen wie auch ihre Betreuer gleichermaßen. Reis und Eier wurden schon am Donnerstag angeliefert. Abgepackt wurde aber erst am Samstagmorgen. Wie immer sind die Damen der Eiercrew fleißig dabei, abzupacken. Sie haben auch in der Zwangspause ihren Job nicht verlernt. Und die Truppe, die für den Reis zuständig ist, haut auch richtig ran, damit alles bald parat steht. Denn die Essensempfänger warten schon wieder seit ein paar Stunden unter den heute glühenden Blechdächern des Wochenmarktes. Dann sind die letzten Eier eingetütet und der letzte Sack Reis wurde abgefüllt. Hoffentlich sind auch die Bürokraten mit ihren Listen und Nummern soweit. Sieht ganz so aus und die Ordner kratzen sie auch schon in den Startlöchern. Unter dem heute glühend heißen Blechdach des leeren Wochenmarktes sammeln sich schon seit Stunden die Hungrigen und warten auf ihre Wochenration. Also, lasst uns endlich das Startsignal geben. Und schon marschiert das erste Dutzend an der Ausgabe vorbei und trabt in die Seitenstraße zum Registriertisch. Dort erwarten Sie die Helfer mit Desinfektionsmitteln und nehmen die ID-Karten in Empfang.
Die Bürokraten lassen die Kugelschreiber glühen und die Ordner geben Ausweise und Empfangsnummern zurück. Wer das hinter sich hat, geht an die Ausgabe, um sich dort zu versorgen, und das nächste Dutzend rückt nach. Die Tische sind längst aufgebaut und bestückt. Die Polizei steht bereit, um dafür zu sorgen, dass keine Unfälle durch Raser passieren. Und man wartet darauf, dass die Ersten erscheinen, um ihre Verpflegung abzuholen. Aus Deutschland dabei sind heute Dietrich, einer unserer Dauerunterstützer. Der hat bei seinem Besuch gleich ein paar Kilo Haribo Gummibärchen für die Kinder mitgebracht. Und die weiße Fee Dagmar und ihr Mann Matthias sind auch dabei. Dietrich ist kamerascheu und möchte nicht öffentlich auftreten, obwohl er ein stattlicher Kerl ist. Naja, und Dagmar, die kann sich ja gar nicht verstecken. Die wirbelt bei der Eierausgabe kräftig mit. Und morgen wird sie auch wieder beim Gang durch das Luxusviertel dabei sein. So geht der Corona-Reigen seinen Gang und die Hungrigen werden versorgt. Zwischendurch wird immer mal der eine oder andere Gehbehinderte versorgt, ohne dass er den Weg durch die Registrierung und Abholung machen muss. Das übernimmt ein Coronero für ihn und der Ablauf wird dadurch auch nicht unterbrochen. Alle Beteiligten, die Empfänger wie auch die Coroneros, freuen sich, dass die Gang wieder am Ball ist und die Zeit vergeht wie im Fluge. Dann sind die letzten Rationen ausgegeben, kleine Gruppenaufnahme zum Feierabend und dann wird das Fahrzeug für die Nichtmobilen beladen, damit die am nächsten Tag versorgt werden können. Und dann wird aufgeräumt.
Am nächsten Tag ist Dagmar wieder beim Einsatz im Nobelviertel mit dabei. Und so beginnt pünktlich der Gang nach Canossa. Rob hört sich die Leidensgeschichten der Damen an, der Dino tröstet die Männer so gut es geht und die weiße Fee schleppt Reis und beglückt die Kinder mit Geschenken. Aber egal wie man es nimmt, der Gang durch das Villenviertel ist immer deprimierend, wenn man das Elend wahrnimmt, das dort herrscht. Und doch kämpfen die Menschen dort und geben nicht auf. Und die Kinder dort freuen sich über einen Luftballon genauso sehr wie das Kind von Helikoptereltern über ein neues iPhone. Der Besuch im Elendsviertel bringt einem jedes Mal die eigene privilegierte Situation zu Bewusstsein. Und man freut sich auch über kleine Fortschritte bei den Betroffenen und darüber, wie sehr sie unsere Aktivitäten schätzen. Und das Strahlen der Kinderaugen macht alle Mühen wieder wett.
Zum Wochenausklang kommen dann noch die Selbstabholer und dann ist der Sonntag auch schon vorbei. Wie immer wünschen wir euch, dass ihr von dem verdammten Virus verschont bleibt und nicht zu sehr unter den Beschränkungen leiden müsst und dass unser aller schlimmer Traum bald endet. Eure Corona-Gang.